3 des Koop-Modus. Der Koop-Reihe. Ja. Wir haben wieder neue Quests. Wir müssen einmal zum Prisoner Gate irgendwie und so ein Flooded Depths zu den gefluteten Tiefen. Ja, aber optional ist die Quest. Gucken, jetzt haben wir denn hier? Aha, hier hin. Also müssen wir auf jeden Fall wieder zu den Mudflats. Da gab's glaube ich gar keinen Wegpunkt. Nee. Das Reststück müssen wir jetzt quasi nochmal laufen. Dann müssen wir jetzt nochmal ein Stück. Also wir müssen auf jeden Fall hier zum Wegpunkt und dann hier hoch zu der Küste. Zack. Und dann müssen wir ein Stück nochmal laufen. Genau. Ist ja nicht so schlimm. Kannst du übrigens übers Mausrad auch ranzoomen. Das habe ich auch schon im ersten Video gezeigt. Sehr empfehlenswert, das Video. Da lernt man viel von dem, was ich schon gemacht habe. Ich hab's mir mal durchgescrollt. Frechheit. So. Hier liegen ja noch die ganzen Leichen rum. Ist ja nice. Das heißt, das, was wir mal zusammen hatten, bleibt dann und wird nicht sofort wieder neu erstellt. Außer man lockt sich wieder neu außen ein. Ja, auch wenn du dich neu einloggst, bleibt die Map noch offen. Eine Viertelstunde ungefähr. Aha. Aha. Gut zu wissen. Da 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 da. Ah, hier oben geht's. Was ist denn hier? Ah nein, hier geht's zurück zu Lioness Watch. Ja, so scheiße. Ein Dreck. Sind wir genau in die falsche Richtung gelaufen. Toll. So viel zum Thema Norden. Fuck. Ja, super. Guck mal, hier ist eine Strongbox. Stopp. Ja, was? Black and Strongbox? Guarded by 3 packs of monsters. Ja, easy, super platt. Hättest du auch alleine geschafft. Aber geil. Rusted Sword. Und du hättest jetzt keins davon nehmen können, oder wie? Doch, den Wart. Der war bei mir aktiv. Und ich kann alles nehmen. Der gelbe. Na gut, das weiße Zeug konnte ich auch alles nehmen. Das ist, glaube ich, nur das, was ein bisschen seltener ist, was abgeteilt wird. Okay. Ich werde mal das. Ob ich das Schwert jetzt überhaupt. Ja, gut, das Schwert ist jetzt auch 4 bis 10 Damage, ist ziemlich schwach eigentlich. Du kannst auch, wenn du auf C klickst. Du Scheiße. Siehst du deine Charakterstats sozusagen. Das siehst du auch direkt, wenn du irgendwas änderst an deinem Equip, wie sich das auswirkt. Wenn ich was drücke? Auf C. Okay. Also Damage per Second in 40,23, wenn ich das jetzt reinpacke. Eindeutig weniger. Ich könnte es natürlich rechts reinnehmen. Und dann die Glyphe raus. Was würde mir denn da verlieren? Ja, gar nicht mal so viel geht mir da verloren. Ich nehme mal die Glyphe raus. Nee. Nee, nee, das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Ich kann bei dem bleiben, was ich schon hatte. Ja, dass es da jetzt bei dem einen keinen Wegpunkt gab und es wieder alles ablaufen muss, ist schon ein bisschen nervig. Wir sind halt genau in die falsche Richtung gelaufen. Ja, weiß man ja nicht. Wenn sich der Eingang immer wieder woanders befindet. Ja, der ist eigentlich immer relativ nah am Weg. Ah, dann ist das hier links einfach. Dann ist nee, da links geht's, glaube ich, zu dem, was wir das erste Mal zusammen gemacht hatten. Zu den Tidal. Scheiße. Genau, aber der andere ist rechts daneben. Das ist immer so. Na gut. Na gut. Ja, hier ist er. Hier ist der liebe Eingang. Und jetzt suchen wir wieder die Stelle mit den Glyphen. Genau. Können wir noch eben ein bisschen Glyphen. Ich bin noch. Weiß runter, nicht. Runter. Hier wäre noch eine Strongbox. Oh, ja, wieder eine Strongbox, nice. Die sind auch. Die waren jetzt. Also, jetzt hatte ich gerade. Jetzt haben wir ja gerade zwei von diesen Strongboxes auf zwei Zonen, aber vorher hatte ich noch nie eine. Was gibt's hier? Ein Wand, Iron Gauntlet. Die nehme ich mit. Rusted Spike, ein Shield nehme ich nicht. Nee. Den ganzen anderen Quatsch lasse ich liegen.
Chest. Scroll of Wisdom. Ja. Level 8. Nice, nice, nice. Ja. Vielleicht mal den Skillpunkt wieder vergeben. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage Richtung Stärke. Damage, was ist denn hier unten nochmal? Das war Mana-Gelumpte. Heart of Warrior. Ich würde eigentlich doch lieber hier hingehen. Das gibt direkt einfach wieder mehr Damage und fertig ist der Lack. Ganz easy. Damn. Hast du schon was gefunden? Ja, hier geht's weiter, glaube ich. Nicht mal hoch. Das ist ja schon drei von diesen Untoten. Die ja, ich hätte die ganze Zeit schon drei machen können. Aha, verstehe. Guck mal, ob dir das was bringt. Submerged Passage. Was hast du denn da fallen gelassen? Eine Blede! Ich schau mal. Ich habe auch noch Handschuhe gefunden, die ich identifizieren wollte. Was habe ich denn für welche? 21. 7 Increased Armor. Nee, die sind scheiße. Und die Nummer gegeben hast. Oh ja, die ist anscheinend nice. 11 bis 20 ist aber eine Zweihandwaffe. Mal gucken, ich habe ja von den Steinen her zwei rote und eine blaue, wo ich die blaue nicht unbedingt brauche, aber die rote. Jetzt hatte ich ja aber mir in dem Stash so einen Orb, mit dem ich doch die Slots verändern kann, oder? Das ist das, ja, was du angesprochen hattest. Da könnte ich ja aus dem Grünen in Roten machen. Wenn du Glück hast, ja. Achso, das ist Zufall. Ja. Abhängig von den Basis Requiries, die du hast für die Waffe. Also wenn das eine In-Waffe ist, dann werden die halt eher blau. Wenn das eine Stärkewaffe ist, dann werden die halt eher rot. Mhm. Ja. Ist du hast eine Stärkewaffe, also werden die halt wahrscheinlich eher rot als. Ja, also bei der ist jetzt nichts, also bei der ist der erste Slot zumindest rot und die anderen beiden grün. Aber du kannst ja die Gems ja auch auf alles andere setzen, also auf jedes andere Teil, was du trägst. Muss ja nicht auf der Waffe liegen. Ah ja, verstehe, stimmt. Stimmt. Mache ich das jetzt so. Das probiere ich jetzt mal aus. Nehme ich nämlich meine Nagelfäuste weg. Ah gut, es ist halt ein Zweihänder. Ja, es sind Zweihänder. Ich öffne mal jetzt hier und schau mal, wie sich das verändert. Also Moment, also mit der Stachelfaust mache ich jetzt 43,6 und mit dem mache ich 68. Das ist natürlich schon nice. Was nehme ich denn dann hier raus, wenn ich das wegnehme? Erhöhe ich, ja, das denke ich, nur ein bisschen Mana und so ein Zeug. Das nehme ich ja eigentlich sowieso nicht. Dann packe ich hier mal die Teile raus. Hier den Spell rein. Einmal blau. Ich habe, ja gut, da muss ich jetzt zwar mein Frostbolt opfern, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Den nehme ich sowieso nicht unbedingt. Gut, ich könnte die Handschuhe nehmen und den Frostbolt reinsetzen. Evasion Rating. Ach, du würdest Evasion Rating. Achso, meine geben mir gar keine Rüstung, sehe ich gerade. Die geben nur Evasion. Increased Armor, Cold Resistance, Lightning Resistance, Increased Stun and Block Recovery. Nehme ich mal die Handschuhe rein und setze hier mein Frostbolt. Zack! Fertig! Gut. Weiter geht's. Danke für die Waffe. Geht immer. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Also ich mache jetzt ungefähr 33% mehr Schaden. Du bist halt ein bisschen langsamer. Nee, der 50% in der Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Ist halt so das Leben. Aber es kommt ja auf Damage pro Sekunde an. Und da mache ich 50% jetzt drauf. Zack, blöde Weste. Rap nämlich. Okay, das ist Mist. Obwohl, nee, die kannst du auch nehmen. Ja, ja, nehme ich. Ich könnte dir eventuell auch was ablegen. Muss ich mal kurz gucken. Und zwar hatte ich gerade irgendwas mit. Jetzt kommen natürlich wieder Gegner. Und zwar. Hier so ein Zepter. Das kannst du dir mal angucken.
Nimm's erstmal mit, danke. Nimm's erstmal mit. Was ist mir hier für eine Rüstung abgeliefert? Die packe ich direkt drauf. Das scheint gut zu sein. Und hier ist noch eine Rüstung. Okay, die gibt mir 11 zu Rüst 11 zu Stärke, 7 Rüstung, mehr Leben und Schadenblock Reflects. Die gibt mir weniger. Ich nehme die. Ganz klar. Damn! Fette Rüstung. Das Geile ist, dass ich eine Kettenrüstung anhab und trotzdem nackte Beine. Ich kann halt irgendwie keine Hose tragen. Aber nur so ein Gürtel. Oh, eine fette Krabbel. Ah, jetzt habe ich gerade. Jetzt habe ich gerade meinen Gem abgelegt. Hoppala. Der stackte in meiner Rüstung drin. Also nochmal hier reingehen, den raus und in den Helm. Gut. Jetzt kann ich meine Magma-Schauer nicht ablassen. Hier völlig nutzlos. Chainbell! Ich glaube, das war wieder was für dich. Den konntest nur du einsammeln, ja. Aber der gibt. Warte. Energy Shield dazu. Wie viel? Ich leg den mal ab. Da gab auch noch irgendwas anderes mit irgendwie Mana und so ein Zeug. Kriegt ihr auf jeden Fall mehr als mir. Damn. Ja, wir müssen ja hier anscheinend dann in der Höhle noch den Hauptboss plecken. Ja, wir müssen noch eine zweite Höhle finden, da ist der dann drin. Aha. Ausgehend von der Höhle? Also gibt es da noch einen Zwischeneingang oder wie? Es gibt nochmal eine zweite Höhle in der Höhle. Ah, da ist ja unser Quest quasi drin, ja. Und dann gibt es nochmal einen Ausgang. Gut. Und wenn du auf die Karte schaust, siehst du zwei so gelbe Tore. Ist das dann eventuell schon der Eingang oder war das nur so eine Zwischenwand? Nee, das ist einfach so eine Zwischenwand. Aha. Das ist wie so eine Tür, die dann da dargestellt ist. Verstehe. Ah, also Büchern. Genau in die Sackgasse gelaufen. Ja, also ich kann echt, also mit meinem normalen Angriff komme ich fast nicht klar, weil ich da immer genau zum Gegner irgendwie hin muss, um den anzugreifen. Oh, ich habe den Eingang gefunden. Genau. Aber diesen Magma-Schauer, der ist echt geil. Ja, der Heavy Strike ist halt gegen. Der ist dann gut gegen einzelne Gegner, ja, die sehr stark sind. Ja, 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 ja. Bams, bams, bams! Du machst halt sehr viel Schaden gegen einen Gegner. Ja. Da sind wir auf jeden Fall schon mal in der richtigen Ebene. In der Regel sucht man sich zwei Angriffe, einen halt. Nochmal bitte? In der Regel sucht man dir halt zwei Angriffsorbs, mit denen du arbeitest. Einer halt für einzelne sehr starke Gegner, also für Boss. Und einen, mit dem du halt so ein bisschen Flächenschaden machst. Jo, jo. So ist es, genau so ist es. Ah, ich will ja wieder hoch. Hier lang, hier zur Chest. Scroll of Wisdom kannst du nehmen. Oh. Hier dieser Orb of Ratchet, das ist einer, der dir so einen Skillpunkt gibt, den du wieder resetten kannst. Das ist cool. Ich befreie mal den Jungen hier aus seinem Eisgefängnis. Ah, ich heile mich jedes Mal aus Versehen anstatt den. Statt irgendwas anderes. Ich wollte eigentlich immer den Ort verwenden und heil dich stattdessen. Dumm. Ah, das war's für dich gedroppt. Und der Rest ist Quatsch. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Und zwar hatte ich doch eigentlich. Ach, gut, doch, ich hab's liegen. Gut, gut, gut. Ich hatte anscheinend nur keinen Mana. Oh, hier unten scheint dann der Boss zu sein. Freezing Shrine. Touch the Shrine, Freezing Shrine, completed. Ha! Shrine berührt, Quest completed. Wer ist das hier, der Gegner? Haben wir ja schon alles geplättet jetzt. Ja, es war noch nicht der Boss, es ist halt auch so ein Shrine wie der vorhin. Sehr witzig. Ah, jetzt kommen ständig Gegner. Oder ich freeze die. Freeze ich die oder ist das so ein Beschwörungsteil? Nee, das ist im Prinzip der Schrein, den du hast. Also du
freeze die dann damit. Nice, das ist ja geil. Alter, warte, wieder mit der. Siehst du oben links. Was ist los? Hält halt ungefähr nur eine Minute, siehst du oben links? Ja. Über mir. Nochmal eine Chest. Kill the Dweller of the. Ja, wo ist er denn nun? Wo ist er denn nun, der Dweller of the Deep? Oh, ich hab ihn gefunden! Ich hab ihn gefunden! Dweller of the Deep. Bams, 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 bams. Jetzt aber. Bams, hau rein! Usch, usch! In your face. So, was bekommen wir hier raus? Eine Rüstung, die ganz okay zu sein scheint. Eine Weste? Nee. Nee, der Rest ist alles Mist. Ja, das war's hier. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück in die andere, dann suchen wir den Ausgang, den nächsten Wegpunkt und dann. Wir müssen jetzt wieder laufen, oder? Weil es gab ja keinen Wegpunkt. Genau, wir müssen jetzt zurück wieder in die letzte. Oh Gott, ist das dumm. Ja, können wir denn nicht vielleicht besser, wenn wir uns zur Stadt teleportieren und dann von dort aus zum Wegpunkt? Das können wir auch machen, aber wir können mal den Rest hier drin noch. Ja, dann mach mal. Erfinden. Bevor ich jetzt hier ewig hier zum Eingang zurücklaufe von der zweiten und von der ersten Höhle. Bin ich doch direkt lieber in der Stadt. Ich habe noch Platz im Inventar. Nicht mehr ganz so viel. Ah, ich verkaufe mal das schnell. Ich glaube, das passt noch in das eine Video rein. Ich verkaufe mal den Kram. So. Die alte Waffe. Damit ich zumindest wieder ein bisschen Platz im Inventar habe. Und das verkaufe ich noch. Und die Axt. Zack. Goodbye. Du, 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 schnell, schnell, schnell zum Wegpunkt. Und dann. Ah, stimmt, wir haben den Wegpunkt hier bei dem Submerged Passage. Ich würde sagen, wir schlagen uns durch das Gebiet noch durch und nehmen den nächsten Wegpunkt noch mit. Und dann machen wir Schluss. Und dann ist Schluss für heute. Dann ist die Zeit auch an und ehrlich gesagt reicht es mir dann auch. Nichts gegen dich, aber es ist auch ein bisschen, ja, ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun. Zum Beispiel mal an die frische Luft gehen. Der macht das recht. So, wo bist du denn? Wie finden wir uns jetzt wieder? Ich mach da gerade gucken. Schlag mich hier gerade um. Orb of Alteration? Oh! Ozback! Stirb, Junge! Ja. Wieso bist du denn so weit zurück? Ich hab mich lediglich zur Stadt gebeamt und bin dann zum nächsten. Mach mal folgendes, ich mach mal ein Portal auf, du gehst nochmal in die Stadt und kommst dann durch mein Portal zurück. Wo bist du denn? Ich bin immer noch in dem Gebiet, wo wir gerade waren. Also ich bin jetzt wieder in der Haupthöhle. Aber da, wo wir vorhin aufgehört haben. Ich will ganz kurz was gucken. Und zwar, wie kam ich auf die riesengroße Karte? World, mit U, genau. Submerged Passage, da war ich doch aber gewesen. Wieso stehe ich denn jetzt hier in den Mud Flats, obwohl ich doch in der Passage war zuerst? Ist ja komisch. Ist dein Portal noch offen? Ist noch offen, ja. Okay. Portal to Submerged Passage, da war ich ja erst. Ja, jetzt hier geht's ja weiter. Gut. Guck mal, brauchst du das? Kann ich mal gucken, ob du schon was gefunden hast. Ich schau mal. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oh, hier habe ich noch einen guten Ring, der ist auf jeden Fall besser.
Und das Amulett, das Amulett. Hä, ich sehe es gar nicht. Was ist denn? Was hast du denn überhaupt gerade abgelegt? Ein Amulett. Ah, ich habe es direkt angelegt. Ja, ja, auf jeden Fall. Noch eins, gut, dann hatte noch gar keins. Aber wo? Ja, und jetzt? Da geht's ja unten weiter. Oh, genau die falsche Richtung. Das ist ja beschissen. Ich dachte, wir müssen dann hier sowieso wieder raus und gehen woanders hin. Da durch die Höhle durch, quasi. Oh. Das ist dann das nächste Gebiet. Da ist auch noch gleich der Wegpunkt. Na toll. Glaube ich. Ah, hier. Gut, das ist ja wirklich eigentlich fast gar nicht gesehen auf dem Map. Bams, die Bams. Ich lasse mich jedes Mal verleiten, dazu verleiten, auf die Zahlentaste zu drücken, wenn ich zaubern will, anstatt. Du kannst ja unten mit der Leiste für Q, W, E, R und T auch. Ja, ja, ich weiß, ich will immer meinen Frostbolt abschießen und heil mich stattdessen. Irgendwie liegt das so angenehm auf die Finger so ein bisschen weiter oben. Vielleicht eine Bewegungssache. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier nicht. Hier ist eine Sackgasse. The Bam. Bams, Bams. Ah, hier geht's weiter. Ich hab's. Woohoo. Endlich geschafft. Mal gucken, ob hier noch vielleicht irgendein cooler Zwischenboss rumhängt. Ne, nur 1000 gekriegt. Ja. Na gut. Nehmen wir zum Ausgang. The Ledge. So, das ist ungefähr bei der Hälfte. Da muss man noch ein Stück laufen. Oder es dauert nicht lang. Bis zum nächsten Wegpunkt hoffentlich nicht mehr ganz so weit. Ist nicht mehr weit, nein. Einfach immer geradeaus. Immer geradeaus, immer der Nase nach. Ah, jetzt habe ich mich wieder geheilt, anstatt einen Frostbolt zu schießen. Rams, Bams. Scroll of Wisdom. Du hast ja schon eine ganze Zombie-Armee. Das ist vier, ja. Mittlerweile waren sie auch recht sinnvoll. Oh, jetzt, ich befreie den Großen direkt mal. Dass wir uns Action hier haben. Bam, 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 bam. Werden die Gegner eigentlich insgesamt auch stärker dann in jeder Zone, wenn man zu zweit spielt? Ja. Und die Droprate für bessere Items erhöht sich. Cool. Da lohnt es sich auf jeden Fall, zusammen zu zocken. Ja. Zusammen zu zocken, ja, das macht einen Spaß. Und ich glaube, ein bisschen mehr Erfahrung. Ich bin auch übrigens schon wieder Level up. Ah, ich bin gleich 2 Level up. Und Frostboost. Aha, wieder ein paar neue Gegner hier. Ah ne, das war nur ein Toten. Level 10. Ah, jetzt kann ich ein neues Legacy Item tragen. Das werde ich mir mal noch kurz anlegen. Und zwar habe ich hier eins. Next area will contain up to one shrine. Das ist nämlich mit rein, das finde ich cool. Und ich habe neue Skill Points. 2 Stück. Einmal für mehr Damage mit Two-Handed Weapons, das habe ich ja zufällig gerade. Und mit Einhandwaffen. Nehme ich mal die beiden. Butchery. Klingt auch ganz geil. Bam. Zack. Mache ich auf jeden Fall wieder fetten Schaden extra. Large Mana Flask nehme ich mit. Habe ich nur die kleine bis jetzt. So, hier ist der Wegpunkt. Nice. Wegpunkt. Tja. Ich habe ja vorhin schon alles soweit verkauft. Ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar. Demnach würde ich sagen, erstmal vielen Dank
Night Prayer für die Zeit, die du geopfert hast. Immer gern. Freut mich, dass es geklappt hat. Und wenn es nochmal hinhaut bei uns beiden, sehen wir uns nochmal in einem Koop-Modus. Ich hoffe doch. Ja, also würde mich sehr freuen. Ansonsten startet das nächste Video dann erstmal wieder im Single-Modus. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö. Tschüss. Ja. Bis bald. Schön. Dann in dem Sinne einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.